Meine erste Idee war ein Slipper und Schuh namens Postgame. In meiner Jugend war es Mode, zwei verschiedene Schuhe zu tragen. Das war die Inspiration für den Tai Chi. Durch die Zweifarbigkeit war der Effekt ganz ähnlich. Ich hätte nie gedacht, dass der Tai Chi sich so gut verkauft. Der Schuh wurde unser absoluter Bestseller. Nach 18 Monaten haben wir damit 65 Millionen gemacht. Auch die Hustler und Drogendealer haben And-Ones getragen. Je nach Modell lagen wir vor Nike oder hinter ihnen auf Platz 2. Nike hat in jeder Abteilung 50 Mal so viele Leute wie wir. Wenn die einen neuen Schuh für Michael Jordan entwickeln, kann das mehrere Jahre dauern. Und bei uns saßen gerade mal 5 Typen am Design.